Nexus? Hallo? Leck! Lebst du noch, Nexus? Bro, Alter! Steh auf! Ja, ich komm. Der hat Willi geklaut. Willi hat Timmy geklaut, Nexus. Ich spiel noch ein Verlust. Dann snackt der vor mir, das Zeug weg. Ja, hey ho Leute, willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf dem Lama-Scott-Kanal. Okay, eigentlich nicht ganz so neu, aber wer das Video geguckt hat, der weiß Bescheid. Nexus und ich machen jetzt ein Projekt, was ich damals mit Justin angefangen habe, nochmal neu, weil Justin hatte keinen Bock mehr und das Projekt war verbuggt und deswegen machen Nexus und ich das jetzt nochmal neu. Also ja, willkommen zu Let's Replay The Forest. Oh, man kann die Frau halten, ja! Willkommen zurück zu Let's Replay The Forest mit dem Hauswiesel. Bitch. Mensch, lass mich essen! Okay, pass auf. Okay, guck mal. Nexus guckt mich an, ich bin sexy. Oh. Du hast auch ein Kleid an. Ach! Ich hab die Cutscene extra übersprungen. Fuck. Aber ich hab dich in der Cutscene gesehen, wie du das Buch geschlossen hast. Fuck, wie. Hier ist Inventar, okay. Inventar ist ja. Oh, hab ich gerade. Ich hab meine Klamotten gehabt. So. Wer bin ich, ey? Du bist übrigens ein Inder. Glaub ich. Oh, sorry. Hey, du kannst mir eh keinen Schaden machen, du doof, oder? Kann ich dir Schaden machen? Wieso machst du mir Schaden? Aber ich hab die Schnauze geklappt, aber. Naja. Hauptsache so alles nice. Nehmen. Wo sind wir gelandet? Auf welchem Platz? Du schon mal Lärm. Oh, schade. Der eben ist weggeflogen. Der hier nicht. Wir sind an meiner Lieblingsstelle. Nexus? Wir sind über der einen Höhle gelandet. Nexus. Oh, warte. Hallo. Hast du gesehen, wie weit das Ding weggeflogen ist? Ja. Freddy, wir sind... Schau mal nach deiner Linken. Oh nice, ein Willi. Hallo! Wusstest du, man kann sich mit denen anfreunden, indem du die nicht ein einziges Mal angreifst? Die greifen dich dann auch nicht mehr an. Die laufen nice. Einfach an dir vorbei. Du darfst nur vorher nie einen von denen angegriffen haben. Oder getötet haben im Prinzip. Leute, ich will kurz erklären, also ich hatte kein Internet, wenn ihr das vorherige Video gesehen habt mit dem Erklärung, dann wisst ihr das. Fakt ist. Ist da mir jetzt schon Schäden? Fakt ist, wir machen das genauso wie damals mit Justin. Wir spielen alle drei Enden. Wir spielen das normale Ending. Wait, drei? Ja, drei Endings. Das normale Ending, das Secret Ending und das Bad Ending. Ich sag mal so viel: Timmy retten Ending, Timmy nicht retten und ihn vergessen Ending und einfach weg von der Insel. Boah, warte mal, ging das nicht? Oh mein Gott, Nexus. Wie baut man Gebäude? Nexus, man konnte. Man konnte doch Dings. Stoff duplizieren? Ja! Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Du brauchst 30 Stoff. Ah ja, Tatsache. Ich würde sagen, lass einfach hier beim Flugzeug campen. Jedes Mal, wenn wir uns einloggen, neuer Loot. Hast du das Dorf gelootet? Ja. Komplett? Ja. By the way, beim letzten Mal, als ich Forest gezockt habe, habe ich über Freuden gezockt. Meine geistige Gesundheit war auf null. Scheinbar nicht komplett. Hier lag nämlich noch ein Benzin. Hier liegen nämlich noch Benzinkanister rum, du doof. Die Benzinkanister hier liegen nicht da. Waschbärkopf. Hä, die sind wichtig, ja. Not for me. Doch, für die Kettensäge. For you, not for me. Willst du direkt eine Höhle machen? Oder willst du erstmal eine Base bauen? Willst du direkt eine Off-Pit? Hä, willst du erstmal eine Base bauen oder was? Lappen. Ich hoffe, Nexus ist ein bisschen kompetenter in dem Spiel als Justin. Ihr habt selber gemerkt, wie kompetent er ist. Nicht.
Nexus, jeden Kopf von einem Tier. Also wir machen auch, Nexus, wir machen eine Challenge, ja? Jedes Tier, was wir töten, wir müssen den Kopf abpacken und ihn aufhängen. Scheißegal wo, aber wir müssen ihn aufhängen. Ja, willst du da, ja, lass direkt einen Spot suchen für Base, oder? Freddy, was mache ich hier? Laufen. Well, oh, hier ist eine Höhle. Yes. Ausrüsten. Warte mal, konnte man nicht zuweisen? Ah ja. Ja, Dings, komm, lass einen Spot für eine Base suchen, oder? What the, Alter! Was machst du? Ja, ich hab ein bisschen in die Grenze. Ach, willst du hier die Base bauen? Mein Flugzeug, Alter, weißt du, wie viel gratis steht, du kriegst? Was ist denn das hier? Du hast ja hier komplett Scheiß gebaut, Digga. Nee. Ja, jetzt erstmal noch. Aber wir können ja hier mit den anderen, wir können ja dann noch richtig bauen, aber so erstmal Grundriss ziehen, dass wir erstmal wissen, wo unser Lager ist. Nein, das ist ein Bonfire, das will ich noch nicht bauen, danke. Erst wenn ich das Kreuz habe, will ich das Bonfire bauen. So, hier, Freddy. Grill. Ja, ich wollte schon, ich gehe schon Holz holen. Ich bin nicht. Nee, das wird nicht gebaut, Das soll nur zeigen, wo wir bauen. Hä, wieso? Lass dir dann direkt hier die Base bauen, also finde ich sonst Verschwendung. Ja, ich will, das ist aber eine Hauswand. Ich, wenn da will ich, stache, will ich so richtige Dorfwand. Ja, dann mach die weg, dann machen wir die. Jetzt kümmern wir erstmal uns um Basics. Feuer. Baumfeld. Hast du eine Hütte zum Schlafen gemacht? Absolut nicht. Aber lass doch erstmal Feuer machen. Alter, wir brauchen eine Schlafecke, du Hurensohn. Wir brauchen Feuer zum Kochen. Ja, dann mach doch Feuer! Ach, hier. Ja, Bro. Brauchen nur noch Steine. Nee, so ein Billigding will ich nicht. Das ist kein Billigding, das ist das teure Ding. Das Billigding wäre das mit den Blättern. Das einmal hält und dann zusammenbricht. Das kann man ja später wieder abreißen. Das hier wäre das teure Ding. Das, was ihr baut, das ist Medium. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegen die Gebäude schlagen. Ich glaube, ich habe noch an, dass wir die zerstören können. Das kannst du ja dann im Endeffekt ausstellen. Ja, aber das müssen wir später machen, wenn wir das neu bauen. Also wenn wir nochmal neu reingehen. Naja. Oh, Menschenfuß. Lecker. Geil. Wait, wie viele Menschenkörperteile habe ich schon? Gar keine cool. Wollen wir uns mit den Kannibalen anfreunden oder töten? Das ist mir doch scheißegal. Mensch nee, ist Mensch, hatte... Fleisch ist Fleisch. Das habe ich letztes Mal auch gesagt, dann wurde meine Sanity ganz schnell auf Null runtergesetzt. Ist nicht so saftig, wenn die auf Null ist. Deine Sanity? So. Ja, tust du mir einen Gefallen? Kannst du mal ein Holzlager bauen? Ich hab einen Holzwagen, bin ich am Bauen, aber da müssen noch Stöcke rein, 17 Stück. Nee, Baumstammlager hier. Ja, das brauchen wir doch jetzt noch nicht, das ist doch unnötig. Das machen wir, sobald wir es. Ja, natürlich. Das ist unnötig gerade zur Zeit. Das können wir nach dem Haus machen. Ich würde erstmal den Baumstammlager holen. Oh, Echse! Komm her! Echse! Oh, im Hasenjagen wollte ich immer. Hier ist eine Echse. Wo ist die Echse? Die Echse ist weg. Alter, ohne Scheiß. Warte, wie craftet man nochmal? So, stimmt. Speer. Wird ich dir uns Essen jagen? Warte. Das was? Ist das Dorf. Jut, ich will. Wenn ich jetzt richtig liege, dann ist das Dorf. Wait. Wenn ich richtig liege, wüsste ich ungefähr, wo was hier liegt.
was ultra nützlich sein kann. Ja, auf jeden Fall sind wir direkt in einer Höhle. Ja, warte, das mal, auch. Das ist, warte mal, ist da... Ey, Nexus, was das mir gerade auffällt. Komm mal hier hoch. Dieser... Weißt du, wo wir sind? Wir sind genau an, wir sind genau an dem Place, wo ich mit Justin die Base gebaut habe. Aber wir haben hier nicht, wir haben nicht hier oben gebaut, sondern wir haben da unten gebaut. Ja, hier ist ein Kannibale, der mich zingern will. Hier, komm her, komm her, komm her, komm her. Hier hinten. Was hinter dir. Töten wir die oder lassen wir nee, die? Nee, lass ihn einfach mal leben, der Willi. Solange er nichts macht. Komm her. Er hat mich schon eingesprungen. Ja, komm mal her. Wir sind einfach wirklich an der Stelle, wo ich mit Justin gebaut habe. Null. Ha! Das heißt, hier sind zwei Höhlen, da unten und da oben. Ja, ja. Korrekt. Was wusstest du? Ja, nee, ich hab nicht gerallt, an welcher Stelle wir sind. Ich habe hier gerade erst gecheckt, dass wir an der Stelle sind. Ja, ich, hier müsste also irgendwo noch ein... Wir sind aber, ich hatte im Kopf, wir sind an einer anderen Stelle. Hab mich schon gefreut, weil dann hätte ich die Base ultra fett größer gebaut. Einfach nur, um das da rum zu verlegen, weil das ist so nützlich. Aber nee, ist nicht so. Ja. Weil als ich meine Base, ich war auch mal in auf so einem Berg, und da war meine Base, ich konnte meine Base an, da war ein Teich. Ja. Aus Teich kannst du Fische. Willi, verpiss dich, hör auf mich anzuspringen. Ich bin am Holzhacken. Ja, Willi, aus Teich kannst du sei froh. Willi, wo bist du? Sei nein, nett. Nein, ich verreck. Willi, sei nett. Achso, das ist Hildegard, das ist nicht Willi. Da ist es Willi. Ist mir doch egal. Nein, die haben alle Namen. Der Fette ist nämlich Nils. Hildegard! Verpiss dich! Okay, töte sie. Ja, ich wollte uns gerade essen. Ich töte Hildegard. Ist das eine dritte Höhle? Ist das eine dritte Höhle? Oh nee, das ist... Oh nee, nee! Doch. Wir sind in der Nähe von drei Hütten. Oh, wait. Bruder, Hildegard, wie willst du wissen, Alter? Ich bin halb tot. Okay, ich bin nicht halb tot, ich bin fast tot. Hildegard, hör auf zu schreien, Hildegard! Keine Sorge, hier gibt es nicht so ein System wie Sanity. Lauf, Hildegard, lauf! Verpiss dich. Ich sagte gerade, es gibt hier nicht so ein System wie Sanity. Letztes Mal war ein geistiger Gesundheitsstand auf 0. Huch, Sanity. Ich bin ein Holzfäller, ein Holzfäller. Nein, so Teich, Hildegard, geh so weg. Teich in der Basis, das wäre das Stärkste, was hätte passieren können. Weißt du warum? Wieso? Ein Teich spawnt Fische. Na und? Nicht in diesem Kleinen. Oh, ich hab den Teich. Warte, weiß ich, wo wir sind. Gut. Ja, jetzt ist es so. Chicorée. Ah, das sind die Giftpflanzen, weg damit. Wir haben hier ganz viel Chicorée. Ich weiß immer noch nicht, was man gemacht hat. Ach nee, Chicorée, das heilt dich. Ne? Da war ja was. Da wurden gerade zwei Fische geholt. Korrekt. Ey, ohne Scheiß, der Teich ist tatsächlich nicht so weit von der Base entfernt. Da, also Essen kriegen ist das geringere Problem. Hier drüben können auch konstant Koffer spawnen, von daher lohnt es sich auch immer mal hier vorbeizufahren. Nice. Ich mach mal schon mal ein paar Wände hier weg, wir wissen ja ungefähr, wie der Bereich ist. Weil du hast ja ziemlich scheiße gebaut, was die Wände angeht. Und das nervt. Nächstes, such mal Aloe Vera, wir brauchen Aloe Vera. Nicht jetzt, ich mach mir gerade Sachen. Ich hab jetzt schon unendlich Stoff. Korrekt. Ich glaube ich auch, ich habe nur noch nicht angefangen zu duplizieren. Eigentlich ist das ja Ich wusste mal, wie man Steine dupliziert. Ja, ich glaube mit dem Wagen.
Mit dem Wagen kannst du auch Stöcke duplizieren. Nehmen wir den Wagen und Stöcke, soweit ich weiß. Ja, und Stämme, glaube ich. Nee, Stämme nicht. Ich bin dumm. Warte, mach doch nicht den Wagen hier, den Stock, Wagen, mach doch hier das Holzdinge. Was, warum? Nein, mit dem Stock, mit dem Holzler, mit dem Holzding, mit dem Holzwagen können wir aber auch zu erkunden. Das ist auch wichtig. Und diesmal werde ich nicht wie in dem alten Projekt die ganze Scheiße einfach ins Wasser fahren lassen. Nee, nee, diesmal passe ich auf. Diesmal habe ich einen Holzwagenführerschein. Warte, nee, bitte, lass mir erstmal das Holzlager machen. Wir sollten vielleicht erstmal einen Schlafplatz bauen. Dann bau doch die kleine Hütte. Oh, Bro. Das ist jetzt schon gut. Mach mal Stöcke rein. Habe ich nicht. Super. Den Wagen so früh bauen ist so dumm. Müssen wir kurz, dann müssen wir unsere Nacht über wach bleiben. Ich meine, ich könnte uns Fackeln machen und dann können wir uns ins Ja, gut, ich habe den Wagen abgebrochen, aber jetzt sind halt unsere ganzen Stöcke weg, ne? Oh, wa. Wieso ist das bei von Spiel zu Spiel anders? Beim einen, wenn wir das Haus abbrechen, sind die Stämme weg. Beim einen, wenn wir dann aber den Stockwache abbrechen wollen, kommen die Stöcke alle in unsere Gesicht geploppt und kriegen 1000 Schaden. Ja. Ey, Bro, wagt es. Ich mach mal gerade die Wände weg, ich zieh mal die richtigen Wände, die du haben willst. Digga, diese Willis fucken mich jetzt schon wieder ab, ne? Ja. Ich hab bei meinem letzten Spielstand auch neben dem Dorf gebaut. Diese schwule Gelache von denen. Oh lol, hier sind Pillen. Pillen! Ich hab Pillen gefunden! Hallo, Willi. Willi, geh bloß weg. Wenn du mich jetzt schlägst, ich spring dich um. Wollen wir ihn zusammen töten? Ich meine, mit seinen Knochen könnten wir uns Knochenrüstung machen. Das ist mir egal, wir können den umbringen. Ich dachte, du wolltest das Freunde machen. Wenn du schon jemanden umgeklopft hast, geht das nicht mehr. Ich habe ihn nur geschlagen. Dann geht das nicht mehr. Du darfst die Wurt wirklich nicht einmal ankratzen. Dann haben wir jetzt schon verkackt, soweit ich weiß. Chicory. Da läuft der Exo durch unser Feuer. Okay. Stimmt, ich sollte mal unsere Fische aufs Feuer tun. Es regnet? Wir brauchen einen Schildkrötentanzer, Junge. Ich glaube, du willst erstmal hier was essen. Achtung, drei Willis. Und ein Hildegard. Zwei Willis und Hildegard. Lass ihn mal umbringen. Da kommen noch mehr Willis! Wenn du die mit dem Speer piekst, dann greifen die nicht an, weil du Speer greifst. Ich habe einen getötet, den ich in meinen Speer gegen den Rücken geknallt habe. Ich nehme Fisch. Danke. Oh, der Körper liegt schon auf dem Feuer. Wir essen aber keine Menschenteile, okay? Wieso? Freddy, bitte. Ich mag Menschen. Zu fressen gern. Oh, ich klopfe gegen den Baum.
Gib an deine Freundin. Die wird zu schöner Knochenrüstung. Weißt du, keine 3 Sekunden auf dieser scheiß Insel und auf einmal schon direkt Genocide begonnen. Aua. Ich hab mich in die Feuer gestellt. Ich habe gebrannt. Freddy, Hilfe! Der kloppt mich um! Freddy, der kloppt mich um! Der ist doch gar, der ist am Flugzeug, der kloppt nicht dich um. Der ist. Du drück L2, dann kannst du blocken. Mit der Axt. Nimm doch die Axt, die ist stärker! Nein, der Stock kann ich doch nicht erwarten. Okay, er ist tot. So, wie viele Knochen? Hallo. Was geht? Guck mein Arm. Willst du noch Knochen haben? Brauchst du nur 10, oder? Nee, man braucht 6 für ein Rüstungsteil. Ja. Ich hab auch jetzt mal. Aber bis jetzt läuft doch gar nicht so kacke. Naja. Das ist der erste Bug auftritt und wir verbuggt sind. Wenn du nicht willst, dass an der Stelle, wo du einen Baum umjagt hast, wenn du nicht willst, dass da wieder einer wächst, klopp den Stamm ab. Er ist doch nice. Naja, nee, beim letzten Mal ist uns ein Baum immer wieder in der Eingangstür irgendwie gewachsen. Aber wir sind schon stark, Alter. 2 Holzstämme mit eben Satz. Ich muss gerade mal gucken, wo diese Mauer überhaupt ist. Hier, Verteidigungswand. Unter welcher Kategorie ist sie? Verteidigung? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ist ja eine Verteidigungswand. Verteidigung. Ja. By the way, welche der Dornen werden wir dann machen? Die alle. Dornwand oder die Dornen an sich? Alle. Die mit Stämmen oder die mit Stöckern und Stein? Die mit Stöckern und Stein kannst du wirklich an der Wand tun. Ja, alle. Ey, ich brauche sie doch ja nicht. Richtig, hast ja mich. Das hat nichts zu bedeuten. So. Ich kletter nein! Ich bin so doof! Ja. Ich habe abgebrochen. Das hier ist viel schwieriger, hier hochzukommen. Aber machbar. Stell mich mal kurz in Sicherheit, oder? Weiß ich doch nicht, wo du in Sicherheit gehen willst. Nee, ich stelle mich in Sicherheit. Aua. Nexus Divilis schlagen mich. Ich hab mich Willi sicher getan. Schau mal über dich. What the fuck? How? Kälteschaden! Nein! Ich hab keinen Schaden! Nein! Nein! Fallschaden! Lost. Stimmt, auf der einen Seite haben wir unser Feuerzeug. Ich setze mich mal kurz ans Ding ins Duplizieren. Boah, Alter, kloppt der auf mich ein! Du stirbst jetzt, Junge! So nicht besser dran, Junge! Bereit zum Herrn zu gehen! Der mich auch spaßt!
Oh, du kommst aufs Feuer. Du kommst aufs Feuer. Geil. Du kommst aufs Feuer. Alter, ohne Scheiß, ich bin keine 3 Sekunden auf der Insel. Schon direkt Genocide begangen, Alter, halbe Bevölkerung tot. Feuer hier, Feuer da, Feuer überall. Hier Kartoffeln, da Kartoffeln, überall nur Alkohol. Ah ne, falsch. Hallo Willi. Ready? Ich mach mal ein bisschen Licht. Lauf bitte nicht überall straight zu mir. Wird zu bereuen. Och, schmeiß den Molotow. Ja, hallo, wir brauchen noch Holz, ne? Geh mal Holzschatten schaffen. Nein, wir suchen jetzt erstmal Stöcker. Glaub mir, sobald wir mit Stöcker fertig sind, der Welt liegt uns zu Füßen. Stock und Stock. Das sind die Totems von denen, die mir abweisen. Infinite Stock. Wait. Ich hab eine dumme Vermutung, aber war es nicht mal so. Hallo Willi, komm her. Bleib liegen. Könnte ein anderes Game. Warte mal. So. So. Ab mit dem Kopf, nehme ich. Cool. Einer mit. Willst du den Kopf vom machen oder was? Hey, ich hab doch gesagt, von den Tieren, die wir, also von, also ich will, also ich will schon Köpfe irgendwie an die Wände hängen, also. Hast du noch 5 Stöcker? Nein, ich hab gar keine Stöcker. Okay. Hier will ich keinen, den Baum will ich hier nicht. Aber ich mach mir Rüstung. Ey, Bro! Gammelt er sich? Ja, hier, von dem kannst du das haben. Stock. Und hier auch noch ein Stock. Von guck dem mich aussehe. Guck mich an, Nexus. Ich bin sexy. Wie viel Rüstung hast du dir gemacht? Ich hab jetzt die Hälfte von Rüstung voll. Bro! Machst du keine Rüstung mehr? Ja, doch, irgendwann. Aber irgendwann. Erstmal nicht mehr. Ich verzahre, Alter. Ich hab jetzt erst wieder Rüstung. Leute, wir machen das Projekt auch wieder so. Wir nehmen einfach 60 Minuten auf. Und ja, wenn die 60 Minuten um sind, dann nehmen wir halt wieder 60 Minuten auf. Und dann mache ich das so uncut wie möglich. Weil das ist lustig. Und die Anzeige durchleidigen. Auf einmal hast du dann so einen Morsecode. Piep, 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 piep.